machst das jetzt auch mit rein, wie hier steht. Wieso? Ein Scherz. Hallo. Ich zeig die ohne mich an. Wir sind da. Ich auch. Das wird rausgeschnitten, oder? Ach was. Ja, da sind wir. Wir haben Outdoor-Stricken betrieben, oder? Strickel. Wir strickeln. Ich häkel ja meistens. Das ist voll niedrig hier. Irgendwas müssen wir noch an unserer Kameraeinstellung machen. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Können wir das nicht doch raus? Herzlich willkommen bei den Chaosmaschen. Wir sind hier im Kurpark in Lüneburg und genießen das gerade schöne Wetter. Hektisch so im Blick. Du hast voll geregnet. Ja, wir sind hier. Pass auf, ist nass. Ah! Die Bank ist nass. Also ihr seht schon, gute Stimmung. Wir sind hier. Ich lasse den Hintern. Und ja, wir werden euch so ein bisschen den Kurpark Lüneburg zeigen. Ein paar Bilder einblenden, ein bisschen hierbei rumlaufen und strickeln. Und nachher gehen wir noch ins Auto und zeigen euch unsere neuesten Sachen. Genau. Aber solange das Wetter noch schön ist, machen wir hier ein bisschen Outdoor-Path. Parts. Ich bin verwirrt. Zu viel frische Luft. Ja, und dann... Der Frühling bekommt ihr nicht. Es ist Frühling, Leute. Tada! Ja, und ja, ihr werdet jetzt noch so ein paar Ausschnitte von uns vielleicht hoffentlich sehen. Mal gucken, was wir machen. Ich dann mit nassen Po hier durch die Gegend laufe. Wir müssen nur an der Kameraeinstellung arbeiten. Also dann, bis gleich. Sagt man es so? Nee, wir sehen uns ja gleich wieder. Ist auch egal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen auf unserem Outdoor-Einsatz. Annike beweist uns jetzt, dass Strickeln in jeder Situation möglich ist. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Elegant, wie immer. Total. Weißt du, warum ich das nicht mache? Es läuft. Ich geh mal wieder runter. Nicht springen? Okay. Okay, so ist es. Viel Spaß. Bis zur nächsten Station. Tschüssi. Hallo schon wieder. Wir sind jetzt im Kurpark. Wie heißt das hier? Konzert. Das hier hinter uns ist der Wandelgang. Genau. Genau. Wandel. Wandel. Da hinten wird gerade Pool gespielt. Deswegen filmen wir da nicht hin. Ja, wollen die Leute nicht verletzen. Und hier ist auch ein Platz, da ist dann, wenn man es jetzt noch ein bisschen rumdreht, da hinten, da ist die Konzertmuschel. Da finden dann im Sommer hier schöne Sachen statt. Konzerte. Genau. Und jetzt ist es ziemlich ruhig hier. Der Kiosk im Kurpark ist geschlossen. Der Tortenladen aber nicht. Da hinten ist offen, ne? Torten. Kann man Torten essen? Kuchen? Wir müssen weg. Tschüss! Wieder. Jetzt stehen wir vor dem Lüneburger Gradierwerk. Das ist ein Bauwerk zur Anreicherung von Salz mit der Luft. Also die Luft wird von Salz angereichert. Und dadurch, dass das hier so runtertröpfelt, das Wasser, das auf den Reisigzweigen runtertröpfelt, dann verstäubt das so ein bisschen und dann ist die Luft in der Nähe von diesem Gradierwerk sehr mit Salz angereichert. Riecht fast ein bisschen wie an der Nordsee. Genau. Und das ist sehr gut, weil wir waren total erkältet. Also ich auf jeden Fall. Ja. Irgendwie 2 Wochen. Ja. Ja. Und das ist jetzt super für unsere Lungen. Ich habe gehört, man soll hier vorstehen und Sport treiben. Wollen wir nicht lieber ein bisschen? Man kann da vorstehen und aber auch stricken. Das ist dann so eher unser Ding. Moment. Genau. Ja, ich kann euch ja mal ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht was, aber... Was? Du willst was erzählen? Ich will auch immer was erzählen, oder? Ja, gut. Ja, es ist jetzt schon lange her, dass wir ein Video aufgenommen haben.
Ja, ich kann das erzählen aus Hannover. Ich war doch in Hannover. Ja, dann das kann ich hier eigentlich mal erzählen, anstatt im Auto, ne? Ja. Also, ich hoffe, das ist okay vom Ton hier. Egal. Also, ich war ja in Hannover, das ist jetzt auch schon wieder ewig her. Und der zweite Lehrgang? Der zweite Lehrgang, genau. Genau. Und habe da die liebe Anke von Krakenjahns getroffen. Auf dem Kaffee. Ne? Haben wir uns verabredet, schön getroffen und schön geschnackt. Und das war wunderbar. Sie hat auch gleich meine Bestellung geliefert. Praktisch. Ja, die könnte ich vielleicht nachher kurz zeigen. Also zumindest ein Teil davon. Und wir haben uns super unterhalten. Das war super toll und super harmonisch. Hat meinen Lehrgang ungemein aufgewertet. Ich war aber da schon tatsächlich schon wieder erkältet. Naja, aber das war richtig klasse und super liebe Person. Hallo Anke. Schön. Unbekannterweise, hallo. Genau, genau. Also es war sehr, sehr schön. Wir können das gerne wiederholen. Wenn ich wieder in Hannover bin, bin ich bei dir. Ansonsten war ich dennoch auch Empfehlung von Anke in einem Wollgeschäft. Amona, genau. Da wurde dann gleich ein Feuerwerk gezündet, als ich reinkam. Also es war mir ein Zufall, aber das fand ich doch sehr nett. Wir haben uns da auch ein bisschen unterhalten und ich habe einen Zauberball mitgenommen mit Merino-Garn und habe mich sehr darüber gefreut. Ne? Kann ich also nur empfehlen. Das ist ein kleines, süßes Geschäft für Biogarne und ja, ganz toll. Ne? Also so gesehen, Hannover habe ich auch mal wieder Wolle mitgenommen. Wie das ist, ne? Ja. Ja, kauf raus. Fast mehr Hannover ohne dich. Ja, ja. Aber jetzt ist ja die Fastenzeit und ich habe mir gesagt, ich bestelle keine Wolle mehr. War die gestern auch schon die Fastenzeit? Ja. Scheiße. Also, ab jetzt. Weißt du noch, damals in der Schule, da sollten wir auch mal fasten. Und wir hatten, sollten einen Zeitraum festlegen, in dem wir fasten und auf was wir verzichten. Ja. Und wir zwei wollten auf Süßigkeiten verzichten. Ja. Und haben dann aber nachträglich noch den Zeitraum, auf den wir verzichten wollten, verkürzt. Weil, naja. Geht ja nicht. Nee. Also, ja, gestern habe ich tatsächlich noch einen spontanen Kauf gemacht. War das gestern? Weiß das gar nicht. Dafür lieben dich die Wollhändler. Ja, ich denke auch. Also, ich habe auch noch zwischenzeitlich bei Pandarosa Wolle bestellt. Piratenwolle habe ich auch nochmal bestellt. Und bei Maulwurfskan. Also, ja, aber das alles später irgendwann mal. Ich will euch nicht überfordern. Ja. Ja. Genau. Das dazu zu meinem Hamburg-Ausflug. Und jetzt werden wir gleich nochmal. Egal. Du sagtest Hamburg. Nach Hamburg könnten wir auch mal. Ist so schön, dass du dabei bist. Ne? Das würde ich hier nur Müll erzählen. Also, Hannover-Ausflug. Wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter schlendern. Mal gucken, ob wir noch die eine oder andere Station finden, wo wir filmen. Und dann gibt es nachher noch im Auto genau Infos. Tschüss! Ich hoffe, es gefällt euch, unser kleiner Ausflug. Das ist ja nett. Ja. Wie sie sich alle um uns kümmern, ne? Ja, süß. Nein, gar nicht. Wie wir so hier sitzen und quatschen. Wieso sitzen wir hier? Laufen wir. Komisch, ich denke immer, wenn ich stricke, sitze ich. Also. Ja, muss man sich umgewöhnen. Ja, ich finde es hier sehr schön mit den Vögeln. Quack, quack. Diese Liebe. Die so lieblich krächzen. Genau. Wunderbar. Okay. Was gibt es Schöneres auf der Welt? Nix. Sonne, Wolle. Die leuchtet. Ja, richtig golden. Guck mal, Entenfilm. Guck schon. Raus und sträkel. Ja. Jetzt meckern sie rum, weil wir ihnen nichts geben. Du, da hinten musst mal deine Feder richten. Oder bist du ein Punker? Da, voll die Punkerente. Naja. Hallo, jetzt sind wir im Auto. Ja. Und schwer zu erkennen. Zu viel frische Luft. Ja. Ich bin ganz erschöpft. Ja. Ja. Da sind wir nun.
Wieder vertrautes Bild. Genau. Auf Annikes Seite der Armatur ist es leer. Bei mir ist es ja, ich habe alles hier hingestopft. Ja, genau. Wir wollten euch ja noch zeigen, was wir denn so produziert haben oder auch nicht. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich so ein ganz kleines Tief hatte, weil ich irgendwie keine Lust hatte. So irgendwie, keine Ahnung. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viel Wolle bestellt, um mich zu motivieren oder so. Ja, aber ich glaube, legst du los? Soll ich loslegen? Ja. Ja, okay, fange ich mal hier mit dem Essen. Kann ich mich noch ein bisschen abreagieren? Abreagieren. Und so ein bisschen komisch durch die Luft gucken. Okay, ich habe die erste Wooligans-Socke fertig, die zweite in Arbeit. Habt ihr schon auf dem Gang im Kurpark gesehen? Ja, das war die Opalwolle, Rose des kleinen Prinzen oder so ähnlich. Sonst seht ihr das im letzten Video, da habe ich das ja genannt. So sieht sie aus. Einfach schlicht. Und diesmal habe ich dann aber hier auch schon während ich die Ferse hochgehäkelt habe, hier dann am Rand immer so ein paar Maschen schon mal abgenommen, sodass das dann etwas besser passen. Welche Größe ist das? Das müsste 42 sein, hoffe ich doch. Mhm. Also so 42, 43. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Soll ich auch Socken zeigen? Ja. Dann haben wir es wieder. Also ich glaube, weiß ich gar nicht, ob ich die schon angezeigt habe. Mein letztes Gum-Gum-Projekt. Ja. Tschüss, Wolle. Achso, die ist ja schon fertig. Also die ist schon fertig. Ach ja, das hat, die habe ich letztes Mal gezeigt, ja, die so uneben war. Der zweite ist fast fertig. Ich muss jetzt nur noch die Spitze machen. Die hatte ich ja für jemanden gemacht. Weil ich jetzt aber Fehler gemacht habe. Man sieht hier vielleicht nichts, aber man sieht hier das. Ne? Oh. Da, oh ja, genau. Gefällt mir nicht. Wenn ich das für jemand anderen mache, finde ich das doof. Deswegen bekommen das die Wooligans. Das klingt jetzt auch doof irgendwie. Ne? Aber ich werde die wohl tatsächlich den Wooligans geben, weil aufmachen ist auch ja keine Option. Es ist ja grundsätzlich schön warm und fesch irgendwie. Genau. Und die anderen Socken werden dann auch anders. Die werden dann schwarz und nur grün und einfarbig. Ein bisschen einfach. Nicht Gum-Gum. Nicht Gum-Gum, genau. Genau, das sind meine Wooligans-Socken, die noch zurzeit ja, fertig jetzt werden. Sind's Wooligans-Socken. Jetzt sind es Wooligans-Socken, genau. Ja. Ja, hast du noch was? Ja, das hatte ich eigentlich letztes Mal schon fertig, aber habe vergessen, das zu zeigen. Ich habe mir für mein Notizbuch ein zwei Lesezeichen gemacht, so an der Büroklammer dran gehäkelt, einmal als Blume und hier hinten noch einmal als Herzchen. Ja, das fand ich so ganz... Das ist aber eine süße Idee. Ja, und die rutschen dann eben auch nicht raus, gerade bei so einem schlabberigen Buch. Und wenn man noch in den ersten Seiten ist, dann... Da kann man aber auch nicht 10 Stück reintun. Nee, dann ist 2 reichen ja. Also ja. Um zu gucken, hier ist das eine und da hinten war hier mein Schallkrakenvideo. Okay. Ich dachte, das stand jetzt irgendwo zu mir wegen dem Herzchen und so. Ja. Nein. Nein. Die hatte ich halt auch noch gemacht, so kleine Blume gehäkelt. Ach, und dann das ist ja süß. Quasi... Die ein paar Maschen immer schon um die Büroklammer mit rum. Mhm. Und dann, ja. Gut. Ja. Niedlich, ne? Ja. Super. So. Wollen wir als nächstes von unserem Projekt reden? Ja, können wir machen. Wir haben ja beschlossen, ein Tuch gemeinsam. Sandra hat ja letztes Video schon gespoilert. Ja, ich habe gespoilert, dass wir ein Tuch zusammen häkeln. Ja. Genau, in 2 unterschiedlichen Farben. Selbes Muster. Selbes Muster. Selbe Wolle an sich. Anleitung ist bei YouTube. Ja, verlinke ich euch. Ansonsten Tuch 33. Wenn ihr das eingebt, dann findet ihr das. Ja, Tuch 33. Und ich habe mal wieder meine Häkelnadel hier. Ja. Das ist so cool. Annikes Tuch und ihr Knäuel. Zeig mal deinen Knäuel, bitte. Und ihr Knäuel. Mein Tuch und mein Knäuel. Das ist... Ja, ich habe den Faden typisch. Von innen nicht so gut gefunden, wobei hier guckt gerade einer raus. Ich aber weiß egal. Gar nicht. Also beim anderen Knäuel, da hatte ich. Und dann habe ich gesagt, ach, fange ich von außen an. So typisch, oder? Ja. Und hier ist mein Tuch. Meinst du, es ist irgendwie ganz schön bunt? Aber ist halt so. Du bist ja weiter. Ja, ich bin schon ein Stückchen. Ich habe das zweite Knäuel schon angefangen. Ach, deswegen ist das noch so schön. Ja, aber... Das andere sah, also wenn man die von außen abdingst, dann sehen die gar nicht so schlimm aus. Naja, auf jeden Fall ist meins so klein und handlich. Ja, hast du es von der richtigen Seite gezeigt? Das ist jetzt die Vorderseite. Kann man das sehen? Ja, doch. Also weiß ich nicht. Oh, man sieht doch die Fehler.
Gute Beine. Ja. Bei mir ist das hier die Vorderseite, wo wir schon mal dabei sind. Und das Rückseite ist die Rückseite. Also ich finde, es sah sehr kompliziert aus, war es aber gar nicht so sehr. Und ich hab mein Häkelstück gesichert. Ja. Ich auch, ja. Also es macht sehr viel Spaß. Es lässt sich gut häkeln, auch so nebenbei. Und ja, dann haben wir ein gemeinsames Tuch. Es ist von der Haptik. Das klingt so schön. Von der Haptik so ein bisschen dicker. Aber ist natürlich auch löchrig. Aber es ist schön. Also ich kann mir das gut vorstellen, auch im Herbst, dass das wärmt. Also trotz Loch-Ding. Loch an Loch und hält doch. Ja, also finde ich ganz schöne Aktion. Besonders, weil wir das zusammen machen. Genau. Ne? Mehr oder weniger. Also wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr gerne auch. Ja, ist auch, also machen jetzt viele. Deshalb bin ich ja auch darauf gekommen, dass wir das ja mal, diesen Trend mal mitmachen können von diesem Tuch 33. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja, willst du? Ja. Ja, genau. Ich bin ja bei Strick 6 in 2020 von Jenny. Ne? Und da wurde gewürfelt die 6. Jetzt. Also alle 2 Monate wird neu gewürfelt. Letzten Januar, Februar war Gum-Gum-Socken dran für mich. Also man konnte sich vorher Projekte aussuchen, die man stricken möchte. Und ich habe jetzt für die 6 hatte ich mir jetzt ein Bobble verstricken bzw. verhäkeln vorgenommen. Das war meine Aufgabe für jetzt März, April. Es ist heute der 1. März. Yay. Heute dürfen wir anstricken, häkeln. Guck mal, wie weit sie schon ist. Ich bin schon voll weit. Nein, ich habe leider schon vor 2 Tagen angestrickt. Direkt nach dem Würfeln. Und zwar ist das der Bobble hier. Da. So mit Glitzer und Blau und was ist das? Rosa? Naja, altrosa. Magenta? Nee, ja, nee, nicht knallig genug. Es ist auf jeden Fall von Lünebobbel. Mhm. Habe ich von Lünebobbel gekauft. Ja, über eine Facebook-Gruppe. Und es ist auch hier in der Nähe und da habe ich ganz viele schöne Bobbles. Und der ist jetzt mal dran. Und das Tuch, was ich stricke, kommt aus diesem Buch. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal in anderen YouTube-Videos gesehen. Ich habe es in YouTube-Videos gesehen. Deswegen habe ich es mir gekauft. Schöne Bücher drin, schöne Tücher drin. Ja, also dass da jetzt ein Fragezeichen drin klebt, heißt nicht, dass ich keine Ahnung davon. Ich hatte einfach keine anderen gefunden. Und das Tuch, was ich stricke, heißt Seemelodie, Lake Song. Ich versuche mal jetzt nur das Bild zu zeigen. So. Ja, oder vielleicht auch so. So. Ja, die Anleitung wollen wir ja nicht. Nee. Fälschlicherweise. So. Ja. Weiß nicht, sieht man wahrscheinlich schlecht. Wahrscheinlich sieht man es eh nicht. Genau. Also, vor allem nicht also es ist auf jeden Fall mein erstes. Ist das Lace? Ist wahrscheinlich Lace, ne? Wenn da Lochmuster drin sind. Mhm. Der ist auf jeden Fall Fingering-Garn-Dicke. Also wahrscheinlich kein Lace, ne? Ja, was weiß ich? Ich habe auch keine Ahnung davon. Also wie gesagt, mein erstes Tuch, was so ein bisschen in die Richtung geht, habe ich noch nie gemacht. Aber bisher verstehe ich die Anleitung, hoffe ich. Also es sieht zumindest, also ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. So. Also ich glaube, wenn es gespannt ist, sieht es noch besser aus. Aber ich finde dafür, dass ich sowas noch nie gemacht habe, finde ich es eigentlich ganz cool. Ja. Mhm. Ja, also es wird auf jeden Fall ein Tuch. Und ich glaube, das wird auch ganz nett. So von den Farben her, das würde auch bestimmt gut immer zum so Jeans und so. Also ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So nehme ich es. Stimmt, deine Farben. Macht voll Spaß. Auch mit, okay, mit Bobble musst du mal aufpassen, ne, wegen den 4 Fäden, glaube ich, sind es mittlerweile hier. Mit dem Glitzerfaden. Ja. Also da muss man natürlich mal ein bisschen gucken, dass man wirklich alle erwischt. Aber sonst finde ich das ein sehr spannendes Projekt. Es ist, ich muss jetzt noch tatsächlich immer ins Buch gucken. Ne? Nächste Reihe. Aber ich denke, nach einer Weile hat man das Muster denn auch so intus, dass es geht. Bei mir dauert es immer ein bisschen länger. Und da ist das jetzt kein Mitnehmprojekt für mich, sondern eher so ein abends Kinder sind im Bett. Dann kann ich das mal machen. Also, aber es macht echt Spaß. Ja, genau. So viel dazu. Das ist also mein neues Strick 6 in 2020. Mal gucken, ob das fertig wird.
ja. Ich habe ja immer so oft in der Endphase ein bisschen Probleme mit dem Fertigwerden. Ja, Trennungsangst. Ja. Gut, was hast du noch Schönes? Ich habe was Schönes. Das werde ich hier wahrscheinlich, also wahrscheinlich werde ich ein Tragefoto davon noch reindingsen. Ich habe Hunger auch nicht. Ich habe Hunger. Ich habe extra noch ein bisschen was gegessen. Ja. Und zwar ein... Da gab es doch Kuchen. Kleid, ja. Ein Kleid habe ich. Ein Kleid? Ja. Ist natürlich jetzt wahnsinnig groß. Ich werde ein Tragefoto einblenden. Was? Naja, das wird hier alles so nicht weiter drauf passen. Siehst du was? Da. Kuckuck. Kuckuck. Doch, das ist hübsch. Ja, und getragen ist es auch. Also es ist klasse. Das ist, sind zwei Bobble. Und zwar habe ich hier mit dem Mittelteil angefangen und von oben nach unten gehäkelt. Das ist ein Modal-Bobble. Modal ist auch irgendwie so eine Pflanzenfaser. Ja, total flauschig. Schön. Und das ist, der Faden an sich ist ein bisschen stretchig, so dass ich auch hier so für die Taille und so gar nicht viel mit Abnahmen und Zunahmen machen musste. Und zwar war der Bobble von Minimasches Bobble Shop. Kann man das? So kann man es ja, glaube ich. Minimasches Bobble Shop. Ich habe den allerdings auf einem Facebook-Flohmarkt erstanden. So, und das andere, das war aus Sandras Stash, ist aber von Heikilino. Das ist aber hier normal 50-50 Baumwolle Polyacryl. Heikilino hat eine Facebook-Gruppe, habe ich, als ich den dann gerade fertig hatte, hatte ich da irgendwie einen Link gesehen, dass Heikilino irgendwie auch, also die gibt es auch auf Facebook. Und ja, ich fand das, also dieses Modal, das fühlt sich echt flauschig an. Und als ich danach dann mit dem Normalen, da dachte ich, voll kratzig, obwohl es eigentlich gar nicht so kratzig ist. Aber naja, ich freue mich schon darauf, das dann mal zu tragen. Familienfest oder so. Ja, bin ich mal gespannt. Genau. Ja, ja. Cool. Soll ich noch mal ein bisschen Beute zeigen? Ja, dann kommen wir doch mal zur Rubrik Sandras Kaufrausch. Also ich hatte mich ja mit Anke vom Krakenjans getroffen und die hat mir ein bisschen Beute gegeben. Und zwar habe ich da bei diesem Socken-Abo mitgemacht. Und mit dem Namen The Floor is Lava ist das Motto gewesen. Und das hier ist der... Oh, das sieht in der Kamera aber krass aus. Das ist der erste sozusagen... von dem ersten Monat. Boah, das sieht aber voll grell aus in der Kamera. Also es ist nicht ganz so grell. Es ist nicht ganz so grell. Rot in der Kamera ist immer ein Problem, ne? Ja. Aber das ist, da freue ich mich drauf. Da werde ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich da Socken draus mache, weil eigentlich ist fast zu schade, ne? Generell die Wolle von Krakenjans, die ist ja so weich und so, wo ich immer denke, so, oh, es ist so schade für Socken. Aber andererseits ist es natürlich auch super toll. Und das, dieser Effekt mit dem zusätzlichen, also ich muss mal gucken, oder ob es noch Tücher wären, oder... Das weiß ich noch nicht. Sind echte Schätze. Oh, das glänzt sogar. Das ist voll Neon irgendwie. Nein, so ist es nicht. Also es ist echt etwas harmlos. Rot halt, ne? Also so richtig knallrot, aber nicht so. Und dann hatte ich mir noch Glitzergarne von Krakenjans. Glittersocks heißen die. Das ist Farbe Lilac. Da wirst du leuchtende Augen kriegen. So. Was willst du dafür haben? Warte mal, was hat der gekostet? Ich muss aber was rausschlagen. Also der glitzert so in sich, so ganz leicht, dezent. Ist dabei ganz weich. Will ich haben. Ja, pass mal an. Das ist toll, ne? Ja. Und den hier, der ist in Farbe Sky. Also der ist ein bisschen blauer, ne? Also es ist echt krass, ne? Ich pack den dann mal ein. Wann hast du noch mal Geburtstag? Ah, das ist wohl auch nicht. Ja, ich weiß, das ist deine Farbe, ne? Wollen wir mal gucken, ne? Und weil ich gerade so im Glittermodus war, hatte ich habe mir von Pandarosa Wolle relativ viel bestellt. Das ist Midnight Blue, oder? Ja, aber das ist nicht von Krakenjans. Das ist jetzt von Pandarosa Wolle. Merkt man denn auch, dass es nicht ganz so weich ist, aber das ist auch normal, ist ja eine ganz andere Zusammenstellung. Das ist Polyamid. Polyester und 71 Schuhwolle. Nachthimmel. Ne, Superwash. Aber es ist auch cool, ne? Also mit diesem Glitzer. Also ich stehe mal voll. Wie ein Sternenhimmel. Das ist schon der cool, ne? Nachthimmel ist Programm. Ja, Nachthimmel, genau. Also ich habe mir noch mehr von Pandarosa Wolle bestellt, aber das zeige ich euch ein andermal. Ich muss auch noch Luft noch für die anderen. Ich kann mir ja nicht immer was kaufen. So, genau, ich habe auch noch ist mehr. Ist ja jetzt Fastenzeit, deshalb musst du ja für das nächste Video auch noch was genau, das ist eigentlich schon fast das, was ich hatte. Ja, ich habe hier noch, ich habe es schon auf Instagram
gepostet. Ein Hauch von nichts. Boah. Krass, ne? Das ist aber also in echt noch anders als auf dem Foto. Das ist echt feines Dingens. Und zwar hatte Sandra mal in ihrem Stash so ein wahnsinnig feines Garn. Wahrscheinlich ist das, also ich hätte sonst auch mehr als Beilauffaden benutzt für irgendwas anderes, aber naja. Und neulich Nacht hatte ich dann so diese Idee, dieses filigrane Muster. Ey, das ist mein Bart. diese filigrane Muster und dann mit diesem wahnsinnig feinen Garn, das musste ich dann einfach mal probieren. Und ja. Das ist richtig. Jetzt mache ich da so eine Stola, mal gucken, wie lange das. Aber man hat so ein bisschen Angst, ne? Ja, ja, also es ist nichts Belastbares oder so. Das sind im Grunde genommen langgezogene Luftmaschen, die dann in sich nochmal mit einer festen Masche fixiert werden. Cool. Und dann, ja, war echt ein Hauch von nüscht. War aber auch schon weich. Und ich kann mir das so richtig schön in einem Bollywood-Film vorstellen. Da ist ja immer wenig. Also wir gucken gerne Bollywood-Filme übrigens, um uns mal so richtig zu outen. Aha. Ja, wir mögen das tatsächlich. Ja, ja, müssen wir mal wieder machen, ne? Okay. Ja. Ja. Zurück zum Thema. Ja, ich bin eigentlich dann auch schon fast ziemlich. Ja, doch, eigentlich. Ich habe hier nur noch eine olle Edda. Die habe ich aber schon vor langer Zeit. Ja, aber die sieht immer noch schön aus. Ja, die ist. Ich muss dringend welche machen. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind bei mir. Bei den Wooligans. Ja, aber ich habe auch zu Hause. Ah, mein Garn. Alles heil. Ja. Gut. Ja, das ist es soweit von uns. Martin. Haben wir noch was zu erzählen? Von dann. Haben wir noch irgendwelche Pläne? Ausflug hast du erzählt? Ich habe sowieso nie einen Plan. Ich lasse immer alles auf mich zukommen. Ja, ich habe immer. Also ich reagiere darauf. Also ich habe festgestellt, dass ich habe jetzt mir ein paar Aufträge, in Anführungsstrichen Aufträge angenommen, für andere was zu stricken und ich merke, dass ich da nicht der Typ für bin. Also das habe ich jetzt gemerkt, weil ich mich dann unter Druck setze und wenn ich was machen muss oder fertig kriegen muss, dann rutsche ich ab ins wie heißt das? Naja, auf jeden Fall in die Aufschieberitis. Und dann kriege ich es überhaupt nicht mehr fertig. Deswegen merke ich, ich glaube, ich muss mich da mal anders, ne? So. Weil dann verliere ich nämlich auch den Spaß an der Sache, wenn ich was muss. Ja. Ja. Ich bin aber auch immer verspannter, wenn ich was für andere mache. Man will es ja dann gut machen. Ja. Und also gerade, wenn derjenige weiß, das ist von mir. Ne? Und passt das dann? Und ja, bloß keine Fehler einbauen. Genau, und dann macht man natürlich genau in dem Moment Fehler und ärgert sich wie blöd. Weil man so verkrampft ist. Ja, von daher, ja. Aber das ist, naja, Gott sei Dank kennen die meisten, für die ich was mache, mich. Und ich denke, die nehmen es mir nicht übel, wenn es ein bisschen länger dauert und ich nicht in die Pötte komme, auf gut Deutsch. Ja. Ja. Ansonsten ist ziemlich viele Sachen, die ich machen will. Also ich renne mal an meiner Wolle vorbei und denke so, oh, und das könntest du, und das könntest du. Aber das. Gerade keine Nadeln frei. Doch, ich hätte auch noch Nadeln frei. Ausnahmsweise hätte ich Nadeln frei. Aber ich reiß mich schon immer zusammen, weil ich denke immer, das wolltest du doch fertig kriegen und das willst du. Wenn du jetzt wieder 1000 Sachen anfängst, dann fange ich doch 1000 Sachen an. Ne? Ja. Naja. Ja, ansonsten. Sind wir soweit durch? Ja. Dann können wir jetzt Kuchen essen gehen, oder? Ja. Nomi, eine kleine Stärkung. Genau. Ja. Und okay. Jetzt denken alle, wir sind Fernsehstars da. Ja. Weil wir da so mit Kamera-Equipment. Immer die Kamera aufgebaut. Ja. Und genau. Naja. Aber es war immerhin noch keine Profikamera, von daher. Nee. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Naja. Es war mal ein bisschen anders. Mit kleinen gewohnten Elementen wie diesem Auto. Ja. Und ein bisschen Outdoor. Ein bisschen Outdoor, ich glaube, im Sommer kommen wir noch mal hierher, wenn es nicht gerade geregnet hat. Genau, wir sind auch noch am Üben, wie wir das am besten draußen machen und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe auf jeden Fall ich habe wirklich das erste Mal jetzt draußen gestrickt. Ja. Und ich finde, das geht richtig gut. Doch. Ja. Es waren zwar auch Matschpfützen, aber ich habe tatsächlich von Pokémon Go profitiert, weil da hat man so einen Sensor irgendwie. Also wunderbar. Und eine Frau hat uns auch schon angelächelt und fand das anscheinend gut. Ja. Oder die fand uns komisch. Weiß ich nicht. Aber die spinnen doch. Ich habe immer nette gegrüßt. Ja. Ja, und dann schauen wir mal. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir machen jetzt Schluss. Hoffe ich auch. Und ja, also nein, ich hoffe nicht, dass wir Schluss machen, sondern dass es gefallen hat. Und ach ja, ich wollte mich noch für eure lieben Kommentare bedanken. Ich
lese sie zwar meistens nur still mit, weil Sandra meistens etwas schneller ist beim Beantworten und so. Also die meisten Dankeschön und so sind von ihr. Aber doch, ich freue mich da jedes Mal drauf. Ja, ich auch. So viele liebe Kommentare und so nette Worte. Und wir sitzen da immer so, echt jetzt? Womit haben wir das verdient? Wir machen doch nur Quatsch. Wir sind doch nur so, wie wir sind und so. Und ja. Ja, es ist immer schön zu wissen, dass das tatsächlich auch jemand guckt. Ja, teilweise auch bis zum Ende. Also die Kommentare dann halt auch nicht so wirklich alle nett sind bisher. Also ja. Hätte schlimmer sein können. Ja. Aber jetzt, wo wir es sagen, dann. Genau. Also jetzt können wir ja, ne? Ja. Aber also danke für die lieben Kommentare bisher und wir freuen uns auch über weitere. Genau. Kommentare. Empfehlt uns ruhig weiter. Ich bin hier die Marketing-Tante, immer überall Werbung und Annika mal dreht und wollt mit auf. Ich hoffe mal, dass sich das von alleine verbreitet. Ist ja auch egal. So wichtig ist es nicht. Wir haben Spaß. Ihr habt hoffentlich auch Spaß. Und jetzt gehen wir Kuchen essen. Ja. Lecker. Tschüss. Nein. Wir haben gesagt, wie soll das filmen? Ich hier rumstöhne und meine Sachen da. Weiß ja nicht. So. Das ist wirklich kalt. Ah. Auch nur, weil ich die Tür auf habe. Nicht, das ist meine Jacke. Ja. Was macht man? Ich komme da nicht rein. Bitte schön. War schön mit dir. Mit dir auch. Was ist denn hier oben und unten? Oh Mann. Ey, die Kamera sieht man sich mal reingrinsen. In diesem Wellensittich. Ja. Okay. Dann muss ich ja Geld. Also ich hoffe, die haben das. Ein Cappuccino oder so. Ja, oder wenigstens. Oder Kakao. Wenigstens ein Kakao. Irgendwas Warmes. Ja. Wie spät ist es, ne? Warte mal, ich habe eine Uhr. 17:10 Uhr. Okay. So. Gut. Bildschirm? Bildschirm. Wieso hier fertig sind? Wir brauchen noch so hinter den Kulissen Kameras. Ja, ja. So wie jetzt. Okay, ciao. Aber hey, wir haben nur 2 Minuten gebraucht, also noch nicht mal. Ja, aber so ich habe ja vorher schon rumgestöhnt. Deswegen hat sie ja überhaupt angemacht. Okay, ciao, tschüss. Und das Handy läuft weiter. Genau. Also alles so, wie es sein soll. Gut. Mit dir hat man Spaß. Ja.